Okay, ganz ruhig. Du warst vor ein halbes Jahr nicht dabei, aber du hast ein einfaches Ziel, du hast deine Skills behalten. Reg dich einfach nicht so auf und trink nicht so viel. Hallo zusammen! Hat ein bisschen gedauert, aber ich bin wieder da. Was ist heute unser Thema? Homosexualität tolerieren oder Sünde? Homosexualität tolerieren oder Sünde? Homosexualität tolerieren oder Sünde? Von welchem Vollidioten kommt die Scheiße? Deutschland braucht Du brauchst kein Jesus, du brauchst einen fucking Deutschlehrer. Dieser beschissene Fucksatz ist eine Stufe unter Ich geh Aldi. Bei Ich geh Aldi weiß ich wenigstens, was der Idiot damit meint. Er geht zum Aldi. Homosexualität tolerieren oder Sünde? Das ist satztechnisch auf derselben Stufe wie Trecker fahren oder Orange. Es macht keinen Sinn. Ein vernünftiger Satz wäre, kann man Homosexualität tolerieren oder ist das Sünde? Oder irgendwas in der Art. Oh, verfickte Scheiße, wo ist mein Jägermeister? Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. In alle Munde, Homosexualität. Genau darum benutze ich seit jeher Bilder. Ich kann alle meine Ös und Ms und Us rausschneiden, wenn ich denn möchte. Und sehe dabei trotzdem nicht aus wie eine zugekokste Zwiebel. Ich möchte über das Thema sprechen. Besonders in den Kirchenkreisen ist das ein sehr umstrittenes Thema. Boah, wie oft muss ich euch Christen erklären, dass Pädophilie und Homosexualität nicht dasselbe sind? Oder meinst du gar nicht die Katholiken? Einige sagen, es ist definitiv in Ordnung und normal. Ich meine, da ist doch jemand so geboren, was soll er denn machen? Und ich höre oft, oh, das sind doch ganz, ganz nette Leute. Und so weiter und so fort. Okay, also du hast die Aussage, Homosexualität ist natürlich und homosexuell sind nette Menschen. Was hast du diesen beiden Sachen entgegenzusetzen? Ich möchte von vornherein sagen, es zählt nur eins. Ob Gott es gut findet oder nicht. Also dein extrem gut durchdachtes Gegenargument ist, aber mein Gott mag das nicht. Hör mir mal zu, du laufende Bildungslücke. Ich erkläre dir einmal im Detail, was du gerade gesagt hast. Du hast gesagt, das Argument der anderen Seite ist, diese Leute sind ganz nette Menschen, die tun niemandem weh, was die machen ist vollkommen natürlich, das kommt bei vielen Tierarten vor. Wir haben absolut keine moralische oder rechtliche Basis, um ihnen zu verbieten, was sie tun. Und deine hirntote Antwort ist, nö, aber Jesus, mimi. Du hast einen ganzen Haufen Probleme mit der Aussage. Ich könnte sie alle im Detail durchgehen, aber ich habe dazu weder genug Alkohol noch genug Zeit. Und ich bin mir relativ sicher, dass ich einen Großteil davon aufmalen muss, weil du zu bescheuert bist, um Worte zu verstehen. Aber ich möchte es versuchen. Dein erstes Problem ist, dass du deinen Gott nicht bewiesen hast. Du nimmst einfach an, dass Jesus oder Gott oder was auch immer du genau anbietest, existiert. Dann nimmst du an, dass seine Gesetze aus irgendeinem Grund wichtig für uns sein sollten und auch nur die Gesetze, die nicht auf dich zutreffen. Weil ich bin mir ziemlich fucking sicher, dass du Schweine frisst, dass du Schalentiere futterst, dass du Polyester trägst und all die anderen Sachen, für die du auf jeden Fall in die Hölle kommst. Dann ignorierst du gekonnt die Bibelstellen, die Sachen sagen wie, wir dürfen Sklaven halten, töte die Ungläubigen, töte Hexen und so weiter und so fort. Oh, und töte jeden, der an einem verfickten Sonntag Stöcke sammelt. Aber das sind die Teile der Bibel, die dich nicht interessieren, es geht um die bösen Schwulen. Dazu kommt das Problem, dass du deine Religion und vor allem deine Interpretation deiner Religion anderen Leuten aufheizt. Was auch immer, aufzwingen willst. Und einfach stumpf sagst, nö, aber mein Gott mag nicht, was du tust, also musst du den Regeln meines Gottes folgen. Das ist auf demselben Level wie ein gläubiger Moslem, der während des Ramadans eine Zeitschaltuhr an deinem Kühlschrank anbringt, weil er vor Sonntaggang nichts essen darf. Hast du irgendeine Ahnung, wie behindert du gerade klingst? Wie sieht Gott das? Was ist Homosexualität? Ist es wirklich, dass man so geboren wird? Ist es von Gott? Und diese Aussage ist der exakte Grund, warum du deinen Gott für dieses Thema beweisen musst.
du hast ja keine Diskussion wie, ist Fremdgehen sündhaft? Weil das ist vollkommen auf Gefühlsebene und philosophischer Ebene. Da kannst du Gott links, rechts, oben, unten reinbauen und es stört niemanden. Homosexualität ist etwas Biologisches. Biologie ist Teil der natürlichen Welt. Wenn du sagst, kommt Homosexualität von Gott, implizierst du damit, dass dein Gott die natürliche Welt beeinflussen kann. Darum musst du die Existenz deines Gottes beweisen, um zu sagen, das ist von Gott gewollt oder nicht. Ansonsten stehst du einfach da und sagst, dieser biologische Prozess ist böse, weil mein Märchenonkel das so gesagt hat. Und dann bist du auf genau derselben Stufe wie ein methsüchtiger Obdachloser, der die Wellen anschreit, weil der große Gott Nergiftu, der nur in seinem zugekoksten Hirn existiert, die Wellen nicht mag. Aber ich möchte von vornherein Folgendes sagen. Homosexualität, ist das Sünde oder ist das nicht Sünde? Und ich möchte so sagen, ich liebe die Menschen, aber nicht die Sünde. Ich habe einen kleinen Satz für dich und ich möchte, dass du ihn dir genau anhörst. Ich liebe die Menschen, aber ich hasse es, dass sie Nigger sind. Wenn du diesen Satz gerade rassistisch gefunden hast, dann weißt du, warum Leute deine Aussagen für homophob halten. Angenommen, da ist jetzt einer, der ist homosexuell. Ich bin zwar pansexuell, aber nehmen wir mich mal einfach als Beispiel, okay? Er praktiziert das. Er bezeugt das ganz offen. Ja, wir haben etabliert, dass ich eine Schwuchtel bin. Komm zum Punkt. So, ich als Chris... Darf ich ihn hassen? Auf gar keinen Fall. Es kommt jetzt garantiert ein Aber, oder? Aber. Was sagt das Wort Gottes? Für mich, so wie ich es in der Bibel lese, und somit auch, was ich weiß, wie Gott es sieht, ist es eine Sünde. Genauso wie stehlen gehen, wenn du ein Dieb bist, oder wenn du jemand getötet hast. Es ist alles Sünde. Sünde ist Sünde. Okay, ich werde versuchen, ruhig zu bleiben, um dir im Detail zu erklären, was du gerade gesagt hast. Okay? Okay. Und ich werde es wieder mit Schwarzen machen, weil das hoffentlich eine Ebene ist, die du verstehen kannst. Du hast gerade gesagt, ich habe nichts gegen Schwarze. Aber sie sind moralisch genauso verwerflich wie Mörder und Diebe. Du hast gesagt, dass Leute, die mit etwas geboren werden, aufgrund dieses Geburtsumstandes genauso verwerflich sind auf einer moralischen Ebene wie Mörder und Diebe. Und das Schlimmste dabei ist, du sagst es mit einem dämlichen Grinsen im Gesicht. Man kann über Thomas sagen, was man möchte, und es sind sehr viele unfreundliche Sachen dabei. Aber wenigstens war er wütend. Wenn er über den Gender-Terrorismus oder was auch immer das war und homosexuell und was immer geredet hat, war er wütend. Man hat mitbekommen, dass es ihm am Herzen liegt. Dass es seine Emotionen sind, die damit was zu tun haben. Du kleiner Hundeficker sitzt mit einem Grinsen in der Fresse, wie zu sagen, Jesus hat dich lieb. Und sagst mir dabei, ich bin genauso moralisch verwerflich wie ein Mörder, weil ich mich von Männern in den Arsch pöllern lasse. Oder um es kurz zusammenzufassen, fick dich. Es gibt ganz viele Leute, die nicht homosexuell sind, sie sind auch nett. Aber wenn sie nicht Buße getan haben, wenn sie nicht Gott dienen und wenn sie nicht mit Jesus leben, können sie so nett sein, wie sie wollen. Sie werden nicht den Himmel erreichen, denn sie leben und praktizieren Sünde. Na, es geht doch, das will ich sehen. Den Hass und den Zorn, den du so lange hinter deinem Gott versteckt hast. Übrigens eine Todsünde, aber das nur am Rande. Wenigstens bist du jetzt ehrlich. Let the hate flow through you. Du bist ein hasserfüllter, kleiner, mickriger Mann. Und um das irgendwie zu kompensieren, hast du Jesus gefunden. Und ich weiß, es ist eine Beleidigung, aber davon habe ich schon ein paar mehr gebracht in diesem Video. Wenn der Himmel aus Arschlöchern wie dir besteht... greife ich mir liebend gerne mein Bad Dragon Dildo und mein Gleitmittel und springe lachend in die Hölle und fange eine Orgie an. Denn so wie es aussieht, sind alle coolen Leute in der Hölle. Und jemand, der homosexuell ist, der ist gebunden. Und zwar in Ketten Satans. Oh nein, das mit den Ketten ist Bondage. Sag mir bitte nicht, dass du eine Jungfrau bist. Ich bin überzeugt, dass ein Geist dahinter steckt. Ein Dämon hinter Sexualität. Okay, also bist du doch Jungfrau. Ich sag euch warum.
Menschen kennengelernt, die so geboren waren. Und als sie frei wurden durch Jesus Christus und dieser Dämon verlassen musste, es gibt ganz viele Zeugnisse darüber, da sind sie frei geworden, absolut frei von diesem, von Homosexualität. Oh Gott, nicht diese Scheiße schon wieder. Aber wie kann das sein? Er ist doch so geboren, von Kind auf. Weil ich habe schon Menschen helfen dürfen, und ich gebe Gott die Ehre, wo der Dämon gesprochen hat, als ich ihn ausgetrieben habe. Und ich habe gefragt, wie bist du da reingekommen? Und dann sagt er mir, bei der Geburt. Entschuldigung. Ich weiß, ich sollte nicht lachen. Das Bild in meinem Kopf ist einfach zu geil gerade. Vergleichen wir mal kurz die beiden Optionen. Wir haben entweder gut belegte, nachgeforschte biologische Fakten, die uns mehrere Anhaltspunkte geben, warum sich homosexuelle Tendenzen oder bisexuelle Tendenzen oder was auch immer entwickeln während der Pubertät. Das ist hormonell, das hat viel mit der Hirnstruktur zu tun, mit Chemikalien und was auch immer. Oder wir haben auf der anderen Seite diesen möchtegern John fucking Constantine, der sagt, ich hab Dämonen ausgetrieben, weil ich bin voll der Exorzist. Ich geh alti. Und so oder so, nicht an Gott zu glauben, wäre die bessere Option. Wenn dieses ganze Biologie-Ding aus irgendeinem Grund stimmen sollte, weil Fakten und Wissenschaft und so, hat Gott absolut nichts mit Homosexualität zu tun. Wenn es doch Dämonen sind, die Leute schwul machen, hat der Teufel genug Dämonen übrig, um haufenweise Tiere schwul zu machen. Tiere, die niemals irgendjemand sehen wird. Aber wir sagen, das ist doch voll ungerecht. Ja, aber es ist eine Blutslinie da. Das können wir vielleicht nicht alles verstehen, darum geht's jetzt gar nicht. Also um es noch einmal zusammenzufassen, wir haben auf der einen Seite wissenschaftliche Theorien und biologische Beweisführung, haben Erklärungen und so weiter und so fort. Und auf der anderen Seite haben wir einen Typen, der sagt, ja, ich bin Exorzist und es gibt böse Dämonen und Blutlinien, die Leute schwul machen. Das kann ich alles gar nicht so genau erklären oder beweisen oder so, aber das ist alles total richtig und real und so. Alter, wenn du eine Runde Hunter spielen willst, such dir einen Spielleiter in deiner Nähe und leg einfach los. Aber hör auf, so zu tun, als wären Rollenspielregelwerke eine adäquate Beschreibung der realen Welt. Aber Homosexualität ist Sünde. Aber ich hasse nicht den Menschen, der dahinter steckt, sondern den Dämon, den hasse ich. Ich weiß, es waren nur 10 Sekunden, aber weißt du, was du gerade gesagt hast? Ich tippe nämlich auf Nein. Du bist ein sich selbst zerstörendes Megakonstrukt der Dummheit. Du bist ein Perpetuum mobile an Geistesstörung. Wenn niemand weiß, warum ich gerade so ausraste, erkläre ich es eben ganz fix. Du hast ein großes Problem. Du denkst, du bist ein guter Mensch. Und ich weiß, das denken viele von sich, aber du denkst, du bist ein guter Mensch zu einem Level, dass du nicht dazu in der Lage bist, andere Menschen zu hassen. Und gleichzeitig bist du ein homophobes Arschloch. Du guckst dir Schwule an und sagst, bah, das ist ja widerlich. Oder statt einfach wie normale Leute, die keine Schwulen mögen, zu sagen, dann mache ich das halt nicht, wenn ich das nicht mag. Und Leute in Ruhe zu lassen. Erfindest du in deinem Kopf eine externe Kraft, die es dir erlaubt, diese Leute zu hassen. Du erfindest einen Dämon, der in diesen Schwulen drinsteckt. Etwas, das du austreiben musst, damit du sagen kannst, nein, ich hasse keine Schwulen, ich liebe alle Menschen. Ich hasse diesen Dämon in diesen schwulen Leuten. Darum darf ich sagen, Schwule sind genauso schlimm wie Mörder. Darum darf ich diese Menschen verabscheuen und hassen und sagen, dass sie es verdient haben, für alle Ewigkeit in der Hölle gefoltert zu werden. Du bist schlimmer als die Nazis. Die Nazis haben wenigstens klipp und klar gesagt, wir mögen keine Juden. Wir mögen die Menschen nicht. Die haben nicht gesagt, wir mögen die Zaubergeister von den Juden nicht, die wir irgendwie austreiben müssen. Nein, die haben klipp und klar gesagt, wir mögen keine Juden. Diese Menschen widern uns an. Du bist die niederste Lebensform, die ich je gesehen habe. Es gibt kein Wort dafür, wie sehr du mich anwiderst. Ich sag's, weil Gott mir heute auf dem Herzen gelegt hat, sag es. Die Menschen werden dich, viele werden dich hassen deswegen. Aber bist du bereit, es zu tun? Ich sag, ja, Herr, natürlich. Wenn ich für dich was tun kann, sie werden leiden um meines Namens willen. Wenn jetzt jemand gegen mich geht, dann darf ich für Jesus leiden. Das ist überhaupt kein Problem. Wo ist das Problem?
Mit jeder verstreichenden Sekunde verdienst du dir mehr und mehr meine Abscheu. Was du dieses Video über getan hast, ist dich hinzustellen und zu sagen, diese Leute, die ihre Liebe einfach nur ausleben wollen, ohne dass ich ihnen dabei auf den Keks gehe. Diese Leute sind moralisch verwerflich, sind von Dämonen besessen, sie verdienen es, für alle Ewigkeit in der Hölle zu leiden. Aber ich hasse diese Menschen nicht. Ich hasse nur die Dämonen, die in ihnen wohnen, die ich auf jeden Fall beweisen kann und Biologie ist eine Lüge und bla bla bla. Und gleichzeitig sagst du, ja, die Leute werden mich als Person hassen, weil ich das Wort Gottes verbreite, nicht weil ich homophobe Scheiße rede und wegen den bösen Sachen, die ich sage, sondern weil ich das Wort Gottes verbreite. Und Leute werden mich als Person hassen, aber ich hasse niemanden. Ich werde es einmal sagen und danach nicht wieder. Wenn du dir, während die Kamera läuft, einen runterholen willst, dann lad das verfickt nochmal nicht bei YouTube hoch. So, aber ich möchte dir sagen, wenn du das praktizierst, du wirst es nicht schaffen in den Himmel. Auch wenn du Christ geworden bist irgendwann und du sagst, ich habe mich doch bekehrt zu Jesus, ich bin doch Christ, du wirst es nicht schaffen. Du musst Buße tun. Und wenn du das tolerierst, dann musst du Buße tun. Denn wenn du es tolerierst, bist du genau so weit. Also du stellst Homosexualität mit Mord auf eine Stufe und sagst dann, Homosexualität zu akzeptieren ist genauso schlimm. Und dann hast du die Dreistigkeit, sowas zu sagen. Wenn du homosexuell bist oder lesbisch oder wie auch immer, ich liebe dich von ganzem Herzen und so gerne würde ich für dich beten. Du musst frei werden. Du kannst nicht sagen, Homosexualität zu akzeptieren ist sündhaft und an dem nächsten Atemzug sagen, aber ich liebe Homosexuelle. Du willst, dass diese Menschen alles verleugnen, was sie sind. Dass sie nicht glücklich werden in ihrem Leben. Dass sie ihre Liebe niemals frei ausleben dürfen. Und dass diese Menschen einen Standard folgen, den du und dein Gott gesetzt haben. Und das alles um deinetwillen. Nicht weil es ihnen dadurch besser gehen würde, sondern weil du es so für richtig hältst. Und ich werde jetzt aufhören, so zu tun, als würde ich mit dir direkt reden. Ich bin mir ziemlich sicher, du wirst dieses Video niemals sehen. Und wenn du es siehst, wirst du es komplett ignorieren, weil du Angst vor fremden Meinungen hast. Ich rede jetzt einmal direkt mit meinen Zuschauern. Ich weiß, ich war in diesem Video etwas emotional und das ist in der Regel ein schlechtes Zeichen. Aber das macht mir Angst. Nicht die Homophobie, nicht das Christentum, sondern diese Art zu denken. Ich habe keine Angst vor der Dunkelheit oder Spinnen oder Teufeln oder was auch immer. Ich habe Angst vor solchen Menschen. Menschen, die auf dich zurennen, die die Beine brechen und dabei sagen, ich liebe dich. Dann mit dem Hammer ausholen, auf deinen Schädel zielen und während sie den Schädel zerschmettern, schreien, warum hasst du mich so sehr? Diese Menschen stellen ihr Weltbild über alles andere. Und jeder, der damit nicht konform steht, ist ein Untermensch. Es gibt kein anderes Wort dafür. Ist egal, ob du ein fucking white male bist, ob du homosexuell bist, ob du ein Jude unter den Nazis bist, es ist scheißegal. Diese Menschen werden dich zerstören, Schritt für Schritt. Und alles unter dem Deckmantel jemandem zu helfen. Entweder dir oder irgendwelchen unterdrückten Gruppen. Bei den Feministen sind es die Frauen und die Minderheiten. Darum dürfen weiße Männer keine Rechte haben. Unter den Nazis war das deutsche Volk, was geholfen werden musste. Darum mussten die Juden verschwinden und die Schwulen und die das System nicht mochte. Und ich bin verdammt dankbar, dass die meisten Christen normal im Kopf sind und nicht so abgefuckt wie dieser Vollidiot hier. Schönen Tag noch.